Glauben Sie, dass der Mensch eine Seele besitzt? Und woran könnte man dies erkennen? Jetzt bin ich erstmal versucht zu fragen, was verstehen Sie unter Seele? Also, ich glaube schon, dass es, wie soll ich sagen, in uns eine Wirklichkeit gibt, die, wie soll ich das beschreiben? Ja, vielleicht muss ich da zurückfragen, was verstehen Sie unter Seele? Also wenn es jetzt um die Frage geht, was kommt nach dem Tod und lebt sozusagen etwas weiter von uns, dann würde ich so antworten, ich glaube, Seele ist biblisch zu verstehen erstmal als Leben. Und ich kann mir ein Leben auch über die Grenzen von geboren werden und sterben müssen vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass die Seele sowas in uns ist, ein Raum oder eine Kraft oder eine Wirklichkeit, die sozusagen unzerstörbar wäre und dann ein Eigenleben weiterführt, wenn der Körper gestorben ist. Wenn die Bibel von ewigem Leben spricht oder von einem Leben nach dem Tod, dann meint sie, denke ich, immer etwas Ganzheitliches. Also es gibt auch die Rede in der Bibel von der leiblichen Auferstehung, die ich mir allerdings nicht so vorstelle, dass dann der Körper wieder restauriert wird, nachdem er gestorben ist oder gar verwest ist, sondern leibliche Auferstehung heißt für mich die Person als Person. Also ich erkenne ja eine Person über das Aussehen, über seinen Charakter, über sein Wesen. Und das, denke ich, bleibt im ewigen Leben erhalten. Wie man sich das vorstellen kann, ganz praktisch, weiß ich auch nicht, weil ich mir ewiges Leben eben nicht vorstellen kann, weil es wirklich nur jenseits unserer Grenzen von Raum und Zeit für mich vorstellbar ist. Aber ich glaube, es ist nicht irgendwie eine Welt mit lauter Seelen, die irgendwie wie Geister in der Welt herumschweben oder ganz woanders herumschweben, sondern ich stelle mir das eigentlich oft mit ganz diesseitigen Bildern vor und kann mir eigentlich auch ein Leben nach dem Tod nur so vorstellen, dass ich sagen würde, ich hoffe, ich sehe da Menschen wieder, die ich jetzt vermisse, weil sie nicht mehr leben, denen ich begegnen kann. Ich weiß, dass das ganz, ganz anders sein wird, oder ich vermute, dass es ganz, ganz anders sein wird als das, was ich hier erlebe und eine Begegnung auch eine ganz andere sein wird. Aber ich glaube schon, dass ich denjenigen irgendwie oder diejenigen irgendwie wiedererkennen könnte oder können muss. Also das ist für mich Seele, Leben eigentlich im umfassenden Sinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt Ihre Frage beantwortet habe. Doch, haben Sie beantwortet. Haben Sie persönlich Angst vor dem Tod? Ich bin im Moment noch in keiner Situation gewesen, wo es so dramatisch war, dass ich wirklich dachte, jetzt ist zu Ende. Ja, es gab vielleicht eine Situation, in der ich auf einem Schiff war und ein Hagelsturm losbrach. Aber das war irgendwie, da war ich auch wahrscheinlich noch zu jung, um das wirklich abschätzen zu können. Also so, wo ich mir richtig intensiv schon mal Gedanken gemacht habe über den Tod. Ich glaube, wenn es wirklich ernsthaft auf dem Spiel steht, werde ich Angst haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, jeder Mensch lebt gern oder hat jedenfalls einen Grundimpuls in sich, dass er gern leben möchte. Und auch wenn jemand des Lebens müde ist, glaube ich, er möchte trotzdem gern leben, aber er kann es aus irgendeinem Grund nicht. Und deswegen vermute ich, es wird die Angst irgendwann kommen, wenn das konkreter für mich wird mit dem Sterben. Im Moment habe ich sie akut nicht. Also ich lebe auch so, dass ich jetzt nicht ständig denke, morgen könntest du tot sein. Und möchte das auch nicht anstreben, mir ständig in Erinnerung zu rufen, dass ich sterben muss, weil ich denke, so mit dieser, es kann sinnvoll sein, manchmal so zu überlegen, ja, das Leben ist nicht ewig und überleg dir mal, was du heute machst, ob das wirklich sinnvoll ist, was du machst. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, ständig in der Angst vor dem Tod
zu leben. Sondern wir dürfen, glaube ich, auch einfach so in den Tag hineinleben mit großer Fröhlichkeit.